Okay, wir kommen zum letzten Referent. Ob der letzte, fünfte Referent auch in die Kategorie Schwergewicht fällt, ich weiß es nicht. Wir kennen ihn noch nicht. Er hat sich bei uns vorgestellt mit einer DVD, das sehr ordentlich gemacht, also wirklich vorbildlich. Das war natürlich nicht der ganze Vortrag, aber das Thema hat er zumindest erklärt, warum er darüber sprechen würde. Und ich muss sagen, es ist ein Thema, mit dem ich es mir fast am schwersten tue seit Jahren. Ein Thema, das plötzlich aufbricht von allen Seiten. Ich muss schon fast sagen, attackiert von mindestens 15 verschiedenen Gruppen bis 20, alle das gleiche Thema. Und ich denke, woher kommt das plötzlich? Ist das instrumentalisiert? Ich rede einfach offen, was so die Grundlage ist, wo ist das Ding darauf kommt. Ähnlich wie bei Pegida, ich konnte das nie richtig einordnen. Ist das jetzt Freund oder Feind? Woher kommen plötzlich so 40.000, 50.000 Leute? Ich arbeite mir hier die Zehenwund, arbeite 30 Jahre und habe ein paar tausend Leute und der kommt da über Nacht, hat 40.000. Stimmt das alles? Die reden plötzlich nur noch von Europa und so. Da können wir jetzt ja ausschweifen. Aber das Thema, das wir jetzt konfrontiert werden, das wird... Das wird uns herausfordern. Ich habe mich entschieden, in unsere Mitte kommen zu lassen, Herr Arne Freiherr von Hinkelwein. Das klingt sehr hoch, Herr Arne Freiherr von Hinkelwein. Und er wird zu uns als Jurist sprechen. Das Thema könnt ihr nachher gleich selber dort sehen. Ich hoffe einfach, dass das Thema, was er jetzt bringt, da geht es um Deutschland. Was ist das eigentlich, ja? Ist das ein Verein? Was ist das genau? Ich hoffe, dass wir in einer Stunde oder wie lange immer Sie sprechen, dass wir mehr Klarheit haben darüber, dass wir auch hier unsere Schublade finden, wo wir das Ganze ablegen oder wieder rausziehen können. Aber wir sind jetzt einfach mal offen, wir wollen da mal reinhören. Meines Erachtens war er bisher der Nüchternste. Wie gesagt, ich wurde überschwemmt von Anträgen. Lasst uns an der ACK, ich dachte immer nein. Aber er hat irgendwie das so nüchtern, sich nicht so mit drin gehabt, nicht so revolutionär. Mehr evolutionär. Jetzt hoffe ich, dass das hier gelingt, dass wir mitkommen und dass Sie uns als Jurist das erklären. Aber wir hören noch genau, wer er ist und heißen ihn herzlich willkommen. Arne Freiherr von Hinkelwein. Geboren 1963. Gehört seit 1988 dem Vorstand des Landessportbundes in Hessen in wechselnden Ämtern an. Nach zahlreichen Titeln bei internationalen Schachturnieren und der Gründung einer Tanzschule wirkt er als Coach und Seminarleiter für Umgangsformen und Persönlichkeitsentwicklung. Von Hinkelwein entwickelte für Jugendliche eigene Seminarreihen zu Schlüsselqualifikationen für den beruflichen Erfolg wie Zeitmanagement, Lebensstrategie, Kommunikation. Im Jahr 2004 begann er mit seinem juristischen Studium und arbeitete später unter anderem als Aktivmitglied in der Menschenrechtsorganisation Curare International als Strafverteidiger. Heute gilt Arne Freiherr von Hinkelwein als einer der Experten im handelsrechtlichen Schuldenmanagement und ist gefragter Referent in Fragen des zurzeit stattfindenden Erwachungsprozesses. Sein Thema heute: Vereine regieren die Welt. Herzlich willkommen, Herr von Hinkelwein. Viel Erfolg beim Referat. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, Ivo. Vielen herzlichen Dank an alle Organisationsleiter und alle Teilnehmer, die heute Abend hier sind und das ermöglicht haben. Und ich freue mich sehr, vor Ihnen sprechen zu können. Ich bin der Letzte im Bunde und das ist eine schwierige Aufgabe für mich, dass Sie jetzt noch die Konzentration aufbringen, weil ich habe wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema und hoffe, dass ich das für Sie rüberbringen kann. Wenn Sie die DVD oder die Filme dann später nochmal anschauen können, gucken Sie sich es häufiger an, mehrfach, nicht nur eins, zweimal, denn die Worte, die da drin verwendet werden, die haben alle noch einen tieferen Sinn.
Und die Worte, die wir im Deutschen verwenden, die sind auch ganz fantastisch. Und dazu muss man wissen, dass ursprünglich die Sprache in der Welt eigentlich das Althochdeutsche war und später sich daraus andere Sprachformen entwickelt haben durch Lautverschiebungen. Zum Beispiel die alten Inkas, die sprachen Althochdeutsch. Das wissen wir nicht. Aber die haben zum Beispiel den Reichsadler von Deutschland in ihrem Wappen drin gehabt. Oder die Mayas, die hatten die Doppelaxt der Goten. Die Goten sind verschwunden. Irgendwann waren die nicht mehr da in Italien. Und solche Dinge sind sichtbar, aber sie werden uns vorenthalten. Deshalb schauen Sie ruhig rein, hören Sie die Worte dann noch einmal, die ich wähle, weil sie sind schwierig. Und am Ende, ihr Lieben, werde ich euch noch mal etwas vortragen. Das ist so revolutionär, wo man erstmal drüber nachdenken muss und lange Zeit verstreichen muss, bis man es anfänglich verstanden hat. Nun, ich habe mich gefragt, als was werde ich denn hierher kommen? Bin ich Mensch oder bin ich Person? Der Luzi hat es vorhin so schön gesagt, er ist ja auch Jurist. Und ich dachte, oh, es sind sehr, sehr viele Experten aus dem Medienbereich da. Und jetzt der Luzi und er spricht von Personen. Was sind Sie? Sind Sie Menschen oder sind Sie Personen? Menschen. Und ich bin als Mensch auch hierher gekommen und mein Name ist Arne. Arne, das haben mir meine Eltern gegeben als Rufname. Alles andere hat sich nur geformt durch irgendeine Idee. Und wir sehen hier unser Familienwappen von Hinkelbein. Und das ist bereits aus dem 16. Jahrhundert. Und ich bin aber da als Arne, als Mensch und nicht als Person. Und das ist ganz wichtig, denn der Mensch ist nicht rechtsfähig. Der Mensch ist frei und er befindet sich in seinem eigenen Rechtskreis. Erst wenn einem irgendwelche Rechte zugeordnet werden, dann ist er nicht mehr Mensch, dann ist er Person. Es ist eine Fiktion. Wenn Sie davon sprechen, ich habe ein Anrecht auf die Menschenrechte, weil das wurde irgendwann mal von irgendwelchen Leuten festgelegt, dann sind wir schon im Irrtum. Denn warum können irgendwelche Leute, die da drüben sind, über mich bestimmen, was meine Rechte sind? Das kann ich doch nur selbst. Und niemand steht über mir, außer Gott. Und ich lasse es nicht zu, dass irgendjemand sagt da vorne, ich bin aber der Gewählte und ich stehe jetzt über dir und ich schicke nun meine Sicherheitskräfte, die sich Polizei nennen, und setze sie jetzt über dich und knüppel dich nieder, bis du nicht mehr atmen kannst oder nicht mehr Babs sagen kannst. Ja? Das kann nicht sein. Wir sind in unserem eigenen Rechtskreis. Und viele Menschen warten immer ein Leben lang auf den Erlöser, Erfreier, auf den Befreier. Aber das geht nicht. Ihr könnt euch nur selbst erfreien. Ihr seid in eurem eigenen Kreis. Nur durch unsere Schulung sind wir in irgendeiner Form geprägt worden. Deshalb hat man ja Schule oder Schule. Man wird geprägt in eine Richtung und man bekommt gewisse Dinge zugesagt, und dass die Dinge so sind, aber die müssen ja gar nicht sein. Wir haben es nicht überprüft, sondern erst durch die Erfahrung. Und wenn wir uns dann öffnen für andere Dinge, dann erfahren wir auf einmal ganz andere Gesichtspunkte. Und das ist mein Lebensmotto. Ich gelte oft als verrückt in meinem Bekanntenkreis. Die sagen, ach, der Arne, der ist verrückt. Ich bin jetzt verrückt. Ich bin nicht mehr an dem Standpunkt und sehe die Dinge von einer anderen Sichtweise. Ja. Und deshalb eine Bitte an das, was ich heute Abend hier vortrage. Nehmen Sie es einfach hin, lassen Sie es oben stehen. Urteilen Sie nicht, sondern lassen Sie das einfach auf sich wirken. So mache ich das immer. Wenn ich etwas Unmögliches erfahre, dann urteile ich nicht und sage, nein, das ist unmöglich oder das geht nicht, das gab es ja noch nie, sondern ich lasse das da oben in der Cloud hängen, wie man so schön neudeutsch sagt. Und irgendwann mal, dann bekomme ich neue Informationen und wir haben einen Erwachungsprozess und wir sind gigantisch in diesem Prozess drin. Und deshalb stehe ich auch hier
denn sie kennen mich nicht aus den Medien, denn ich bin nicht in den Medien präsent, sondern mich kennen aber sehr, sehr viele Menschen in Deutschland. Warum? Weil sie meine Texte verwenden. Sie verwenden meine Texte, Andreas Klaus oder Wagand und all die Menschen, die benutzen meine Texte. Warum? Weil ich mir Gedanken gemacht habe und habe mein Gedankengut zu Papier gebracht, habe das auf einer Homepage veröffentlicht. Es sind juristische Texte und es sind Texte, mit denen man sich zur Wehr setzen kann gegen das, was auf uns zuströmt. Und aus diesem Grund benutzen sehr viele Menschen mein Gedankengut, ohne dass ich jetzt in Erscheinung trete. Aber das hat sich ja ab heute geändert, denn ich stehe nun hier und ich freue mich auch sehr auf diesen Vortrag. Dankeschön. Und zu muss ich sagen, oder auch zu diesem Kongress, ich bin hier reingekommen, das war unwahrscheinlich toll, das war eine Freundlichkeit, das war eine Liebe da gewesen und das fasziniert mich so. Ich bin nicht der Mensch, eigentlich nicht der Mensch, der gegen etwas geht. Dagegen, dagegen, dagegen. Nein, nehmt doch das Dagegen weg und dann ist da auf einmal gar kein Gegen mehr da. Deshalb heißt ja auch so schön, eines meiner letzten Veröffentlichungen, finde deinen Frieden mit dem BRD-System. Ich habe 10 Jahre, 12 Jahre lang dagegen gekämpft und ich habe gesucht, wo liegt denn nun, ich möchte da nicht mehr kämpfen, ich kann nicht mehr, ich bin fertig mit dem Kämpfen. Und dann auf einmal habe ich die Lösung gefunden, wie komme ich raus im Frieden und kann sagen, ich nehme die Dinge an, wie sie sind. Wir alle wissen, dass das Finanzsystem kollabiert, aber wir sagen immer, wir halten an Werten fest, die es gar nicht gibt. Wir sagen, die Schulden werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, hallo, wie soll es denn anders gehen? Es geht doch gar nicht anders. Es gibt doch nur Schulden. Ihr denkt immer, ihr arbeitet und jetzt für meine Arbeit bekomme ich Geld. Aber was ist Geld? Das ist ein Schuldschein. Wenn es ordentlich läuft, ist es eine Banknote. Und sie tauschen ihre Arbeitskraft in eine Banknote, in einen Geldschein. Und das ist ein Schuldschein. Und dann gehen sie hin und begleichen ihre Schuld, die sie haben, mit einem Schuldschein. Es gibt nur Schulden in dieser Welt, es gibt keine Substanz. Wo soll es denn anders hingehen? Und immer wieder in den Beiträgen höre ich etwas, wir wollen festhalten an einer Währung, die gar keine Währung ist, die nichts ist, die nur ein Papier ist, weil wir daran glauben. Und so funktioniert diese ganze Fiktion, wir glauben nur daran, aber sie ist nicht da. Es ist Fiktion. Und darauf gehe ich noch ein. Ja, und diese Liebe, die ich da gespürt habe, das zieht mich auch immer wieder hierher. Seit über 10 Jahren mache ich meinen Urlaub in den Herbstferien in Tarasp, in Tschkul. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich da hinkomme. Es ist fast wie nach Hause kommen. Und deshalb auch heute hätte ich nie im Leben daran gedacht. Aber vielen Dank für die Einladung, lieber Ivo. Und jetzt steigen wir so richtig ein. Vereine regieren die Welt. Da sind schon Fehler drin. Denn was ist die Welt? Wir müssen immer gucken auf die Worte, die wir wählen. Was ist die Welt? Und ich als Jurist, ich gucke immer, wo steht Welt? Und dann gibt es eine Weltmeisterschaft. Aber die Erde heißt doch Gaia, heißt doch Erde. Es müsste doch Erdenmeisterschaft heißen, oder? Eigentlich schon. Es ist die Welt. Und wo ist die Welt? Im kanonischen Recht. Im Kirchenrecht. Da ist Welt beschrieben. Da finden wir die Welt. Es ist also das Kirchliche, die kirchliche Welt. Und wenn die vielen Menschen über die neue Weltordnung sprechen, dann sprechen sie über ihre neue Ordnung, die sie brauchen in der Welt, weil die alte Welt kaputt ist. Und wir müssen unterscheiden zwischen verschiedenen Rechtskreisen. Und dieser Rechtskreis ist ganz wichtig. Ihr werdet geboren und ihr befindet euch in einem Rechtskreis. Ist das richtig? Nein, es ist nicht richtig. Ich habe gesagt, der Mensch kann keine Rechte bekommen. Er hat auch keine angeborenen Rechte. Ein Mensch kommt da nieder und er kann doch nicht mit irgendwelchen Rechten geboren werden. Im Übrigen ist Recht immer gegenüber der Wahrheit. Recht ist gegenüber der Wahrheit. Der Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen. Das ist erstmal der Mensch.
Und jetzt haben wir eine Fiktion, wir haben ein System, das römische System, das uns aufgedrückt wurde. Und der Mensch hat keine Staatsangehörigkeit. Er hat nur einen Anspruch, wenn er möchte, eine Staatsangehörigkeit zu bekommen. Aber er hat sie nicht angeboren. Wir haben gar nichts angeboren. Und hier muss man unterscheiden zwischen dem Menschen, der natürlichen Person und der juristischen Person. Und die natürliche Person, der Mensch in seiner Rolle als Person. Und das ist nicht umgekehrt zu sehen. Die natürliche Person ist nicht der Mensch, sondern der Mensch in seiner Rolle als Person. Wenn ich am Geschäftsleben teilnehmen möchte, dann bin ich nicht als Mensch, sondern ich nehme daran teil als natürliche Person. Und dann die juristische Person ist ein Bond, ist eine Vermögensmasse, eine Treuhand, eine Stiftung, ein Verein, ein Staat, eine Firma. Das ist eine juristische Person. Ein Verein ist immer eine juristische Person, ist auch nur eine Fiktion. Ja? Und wir müssen unterscheiden zwischen diesen drei Kreisen. Eine juristische Person kann eine Staatsangehörigkeit haben. Denn wenn ich in Deutschland jetzt irgendetwas gründe, dann kann ich auch sagen, okay, diese gehört zu Deutschland. Aber wir sprechen über Deutschland. Was ist Deutschland? Oder was ist die Schweiz? Oder was ist Frankreich? Wer hat denn gesagt, dass das jetzt Frankreich ist? Ich vergleiche das immer so gerne mit einem Adler. Stellt euch einen Adler, fliegt durch die Luft. Und jetzt auf einmal sagt ein Parlament, der Adler muss sich aber unten erst an der Zollstation melden, bevor er über diese Grenze drüber fliegen darf. Ja, und das ist jetzt Gesetz. Und wehe dem, er fliegt trotzdem drüber. Dann bekommt der Adler jetzt eine Ordnungswidrigkeit angelastet. Er muss jetzt 500 Euro bezahlen, weil er einfach ohne Genehmigung da drüber geflogen ist. Merkt ihr, wie hirnrissig das ist? Und dann kommt noch einer und sagt, Moment mal, der Adler, der könnte ja mal runterfallen vom Himmel und könnte jemanden verletzen. Wir befehlen jetzt, dass derjenige eine Haftpflichtversicherung abschließen muss, der Adler, und erst dann darf er überhaupt fliegen. Denn es könnte ja sein, dass er runterfällt und irgendeinen Schaden produziert. Das sind wir. Wir lassen uns das gefallen. Wir sind Menschen. Und wer hat einem das jetzt gesagt? Kommen wir zum Menschen. Der Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Hier heißt es, der Mensch hat gewisse Rechte gegenüber, also gegenüber dem Staat. Er ist nicht im Staat. Und erst recht nicht, der Staat hat Rechte gegenüber dem Menschen. Das ist die juristische Definition, wie es im juristischen Wörterbuch drin steht, von Gerhard Köbler. Der Mensch ist nicht rechtsfähig, besitzt auch keine angeborenen Rechte. Denn vor, und das können wir nachlesen, in jeder Verfassung steht drin, vor, von davor, sind alle Menschen gleich. Erst danach haben wir Rechte bekommen, dann sind wir aber keine Menschen mehr, sondern dann sind wir Personen. Aber welche Person? Sind wir dann eine juristische Person oder sind wir eine natürliche Person? Denn ich muss ja, weil ich einen freien Willen habe, einem Rechtskreis erstmal beitreten. Wenn wir uns einen Verein anschauen, das ist eine Gruppierung von mehreren Menschen, die sich zusammenschließen und sagen, wir gründen jetzt einen Verein. Ich kann mehrere Formen von Vereinen wählen, dann bin ich in diesem Verein drin. Und der hat eine Satzung sich gegeben und dann habe ich diese Satzung anerkannt für mich und dann befinde ich mich im Rechtskreis von dem Verein. Ihr könnt mir folgen. Wer von euch ist in einem Verein drin? Bitte mal melden. Wunderbar, danke schön. Wir sind in diesem Kreis drin und wenn wir gegen diese Statuten verstoßen, des Vereins, und dann haben wir uns aber auch bereit erklärt, die Strafe, die dafür folgt, zu akzeptieren. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Fußballspiel und alle spielen dort mit, einer wird gefoult. Derjenige, der gefoult wurde, hat keinen Anspruch für den Schaden, den er erlitten hat, weil er hat sich ja vorher mit den Spielregeln einverstanden erklärt. Der andere, indes der gefoult hat in diesem Spiel, der bekommt vielleicht 5 Wochen Sperre.
dann hat er auch diese Sperre zu akzeptieren. Und jetzt kann der andere, der gefault wurde, nicht nochmal vor das Zivilgericht gehen und seinen Schaden geltend machen gegen denjenigen, der gefault hat. Das ist einfach so, weil wir haben uns in diesem Rechtskreis von dem Verein festgelegt und unterworfen. Und hier kommt dann wieder so etwas. Unterworfen haben wir uns. Wir sind darunter. Und jetzt als Mensch werde ich geboren in einem Land. Wer hat mich jetzt unterworfen? Niemand. Und der Mensch und seine natürliche Person sind nicht Rechtsnorm unterworfen. Ich bin erst Rechtsnorm unterworfen, wenn ich dem Verein beigetreten bin, auf freiwilliger Basis und habe meine Unterschrift geleistet. Die Unterschrift wird uns noch häufiger heute Abend begegnen in meinem Vortrag, denn sie ist das Wichtigste, was ihr habt. Der blaue Tintenfüller ist das wichtigste Utensil, was ihr haben könnt. Und hier, ich habe ganz gern die hessische Verfassung. Also man muss dazu sagen, dass jede Verfassung, egal welche, alle von der Kirche gemacht worden sind. Steht im kanonischen Recht drin. Alle. Deshalb könnt ihr niemals sagen, ich beziehe mich jetzt auf diese Verfassung, weil unsere Vorfahren haben diese Verfassung kreiert. Nein, das ist ein Trugschluss. Habt ihr nicht. In der hessischen Verfassung finden wir zu den Menschen folgenden Artikel. Artikel Nummer 1, Gleichheit vor dem Gesetz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der Herkunft, der religiösen und der politischen Überzeugung. Artikel 2, allgemeine Handlungsfreiheit. Und das ist ein ganz wichtiger Artikel, also ich finde ihn ganz toll. Der Mensch ist frei. Das heißt also, ich kann von niemandem in irgendetwas reingedrückt werden, weil ich doch grundsätzlich frei bin. Wenn jetzt jemand sagt, Sie müssen aber GEZ bezahlen, weil wir das vereinbart haben, dann ist das nicht möglich nach der Verfassung. Würde jemand nach der Verfassung arbeiten, was aber niemand in Deutschland macht, dann gäbe es keine GEZ-Gebühren. Und das ist in der Schweiz das Gleiche. Schweiz, Österreich und dergleichen. Ja? Also wir brauchen nicht zu unterscheiden zwischen Deutschland und Frankreich oder England. Alles, überall herrscht das römische Recht. Überall ist das kanonische Recht die Grundlage dafür. Und Völker gibt es nicht. Wenn wir jetzt sagen, das deutsche Volk, das gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Wir haben Stämme. Wir haben Thüringer, wir haben Sachsen, wir haben Hessen, die Tschechen, die Bayern. Das sind alles eigene Volksstämme. Und in diesen Volksstämmen gibt es Familien. Und die heißen oftmals so, wie der Beruf desjenigen war. Das ist eine Erfindung der Kirche. Denn man musste diese Leute irgendwann mal zum Zahlen bringen. Und dann hat man gesagt, der Müller zahlt so und so viel, der Schmied zahlt so und so viel und der Bauer zahlt so und so viel Geld. Das ist von der Kirche erfunden worden, um jemanden zu besteuern. Vorher gab es das nicht. Menschen sind frei, er darf tun und lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt oder die verfassungsmäßige Ordnung des Gemeinwesens nicht beeinträchtigt. Das ist so wichtig. Eigentlich reicht nur das vollkommen aus. Und schon könnten wir eine wunderbare Gesellschaft haben. Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Menschen sind unantastbar. Die Würde ist unantastbar. Würdelos ist bereits, wenn irgendein Mensch irgendwelche Rechte zugeordnet bekommt und er auf einmal diese Rechte oder Pflichten erfüllen soll. Das ist würdelos. Fällt schon darunter. Und jetzt eine Person. Wir sind keine Person, wir haben eine Person. Ganz wichtig. Eine Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Und da haben wir es dann schon. Ich zitiere hier wieder aus dem juristischen Wörterbuch von Gerhard Köbler. Von Rechten und Pflichten. Nach der Verfassung sind es Personen. Und dann auf einmal habe ich Rechte und Pflichten. In der hessischen Verfassung finden wir zu Personen folgende Artikel. Artikel 2. Niemand, hier ist von einem Niemand die Rede, niemand kann zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung gezwungen werden, wenn nicht ein Gesetz oder auf ein Gesetz beruhende Bestimmung es verlangt oder zulässt. Ganz typisch, niemand ist eine Person.
Also wir müssen ganz genau darauf achten, was für Worte gebrauchen die denn oder die Erfinder dieser Verfassung, was haben die benutzt? Glaubt jemand, dass wieder eine Person durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt zu sein, so steht ihm der Rechtsweg offen. Artikel 5, die Freiheit der Person ist unantastbar. Da haben wir es dann einfach dastehen, die Freiheit der Person ist unantastbar. Person und Mensch, nur uns war dieser Zusammenhang noch nicht so klar gewesen. Und dann kommen wir zu einer Geburtsurkunde und dann sehen wir ganz deutlich, was da steht. Habe ich da einen Punkt? Oh, da steht, Arne wurde geboren. Ja, der Knabe hier drüben, Arne wurde geboren und so weiter. Dann haben wir ganz klar einen Auszug aus dem Geburtenstandsbuch und da steht dann Arne und unten hat Bernd Hinkelbein unterschrieben. Das ist der Mensch. Und was macht der Standesbeamte jetzt daraus? Der Standesbeamte gründet eine Firma. Der nimmt den Menschen Arne und hängt jetzt hinten dran noch etwas. Und somit hat er eine Stiftung gegründet. Und jetzt sage ich Ihnen, wie das Ganze läuft. Alle Vereine arbeiten aus einem Konkursmodell heraus. Die haben nichts. Und das ist 1933 entstanden, dieses Modell. Erst in den USA und dann bei uns. 1934 ist das umgesetzt worden. Das heißt House-John Resolution von 1933. Und wie ist das gelaufen? Alle Vereine, alle Regierungen sind pleite, haben keine Substanz. Das wissen wir ja. Das Geld war ja schon da, das sind ja nur Banknoten, das sind ja nur Scheine. Dollar ist eine Banknote, das ist was anderes. Und jetzt hat, und das wissen wir in Deutschland, warum haben auf einmal die Verantwortlichen im Deutschen Reich so viel Geld gehabt? Ja, sie haben das geliehen bekommen von den Banken. Die Banken gehören wieder zum angelsächsischen Bereich. Die haben sehr viel Geld damit verdient. Und dann hat man die ganzen Geburtsurkunden zur Sammelschuldverschreibung zusammengefasst und hat das als Sicherheit hingegeben. Dafür hat man Kredit bekommen. Kredit. Und dann hat man die Arbeitsleistung genommen und hat damit gebürgt. Somit haben sie Geld bekommen. Das sind nur Buchungssätze. Da komme ich später nochmal drauf. Sie haben ja mal den Professor Franz Hörmann hier gehabt, der hat Ihnen das sehr, sehr schön erklärt. Und ich komme da jetzt dann auch später nochmal drauf. Also, wir packen die Geburtsurkunden zusammen und geben die den Banken als Sicherheit. Dafür bekommt der, in Anführungsstrichen, Staat Geld geliehen. Man spricht von 19 Millionen pro Person. Pro Person. Und jetzt ist aber eine Krux dabei. Denn man sagt, diese 19 Millionen kommen in eine Stiftung rein und sollen eigentlich den Menschen ernähren. Das steht dann in der House-John Resolution, dass nämlich alle Schulden und Verbindlichkeiten von dem Staat, von dem Menschen übernommen werden, im Gegenzug dafür, dass diese Person verpfändet wurde. Aber das geschieht nicht. Das ist der Betrug an dem Ganzen. Wir kommen zum Verein. Verein, Staat. Vereine regieren die Welt. Stimmt schon mal nicht, weil die Welt ist ja kirchlich. Der Verein, aus Vereinen eins werden und etwas zusammenbringen, bezeichnet eine freiwillige und auf Dauer angelegte Vereinigung von natürlichen oder juristischen Personen. Natürliche Personen sind also diejenigen, die in diesem Verein freiwillig beitreten und juristische Personen sind andere Vereine. Man kann das so schön schachteln, dass ein Verein in einem Verein drin ist, in einem Verein und noch ein Verein. Und dadurch ist keine Haftung mehr da. Nehmen wir zum Beispiel mal den Landessportbund Hessen. Die Mitglieder sind alles Vereine aus Hessen. Und der Bund ist das Sammelsurium von diesen Vereinen. Es sind nur juristische Personen drin. Zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks, die in jedem Bestand vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig sind. Ist klar. Ein Staat ist die auf Dauer berechnete Zusammenfassung einer größeren und auf einem bestimmten Teil der Erdoberfläche unter allen für deren Gemeinschaftsleben notwendige Belange durch einen innerhalb der Gemeinschaft obersten Willensträger, falls sich von diesem Willensträger aufgestellte Ordnung tatsächlich durchgesetzt hat. Also
tatsächlich eine Ordnung, Willensträgerordnung durchgesetzt hat, die ist ja gar nicht bestandskräftig, diese Ordnung, sondern ein Willensträger hat irgendwas bekundet und der Mehrheit der Bürger macht mit. Das stammt auch aus dem juristischen Wörterbuch. Also das juristische Wörterbuch ist sehr, sehr wichtig, um zu wissen, was steckt denn da eigentlich dahinter. Eigentlich unterscheidet sich, wenn wir das gegenüberstellen, der Verein nicht sonderlich vom Staat. Und was gibt es für Vereine? Es gibt altrechtliche Vereine. Und hier kommen wir, Einführung des BGB im Jahr 1900. Also im Deutschen Reich wurde das BGB eingeführt und ist ein Sammelsurium aus kanonischem Recht, aus Handelsrecht. Das stammt von den Römern, stammt von der Kirche. In Österreich, die waren ein bisschen früher dabei, das war das ABGB, was ja auch heute noch Gültigkeit hat. Und heute heißt das UCC, das heißt also Uniform Commercial Code, und ist ein Sammelsurium, ungefähr 3 Bände, so eine Abhandlung. Und das wird ab 2016 das Regelwerk sein. Deshalb dieses TTIP, was jetzt kommt, geht nur noch auf das Uniform Commercial Code, also auf Kommerzrecht. Deshalb muss man wissen, was Kommerzrecht bedeutet. Eingetragene Vereine im Vereinsregister eines Amtsgerichts eingetragen, eine juristische Person. Ja, also Rechtsfähigkeit durch das Register. Und Regis kommt von königlich und Register heißt nur, dass ich das übertrage. Ich übertrage dann das Ganze an den, an jemand anderen. Wir haben wirtschaftliche Vereine, Kapitalgesellschaften, Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, also GmbHs und so weiter und verwandte Rechtsformen. Nicht rechtsfähige Vereine, keine juristische Person nach BGB, Personenvereinigung, Einzelhaftung. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Natürliche Person wird im BGB in Paragraph 1 bis Paragraph 20 geregelt. Juristische Person, Paragraph 21 bis 2385. Könnt ihr euch das vorstellen? Also der Mensch in seiner Rolle, wenn er geschäftstätig wird, stehen ihm nur 20 Paragraphen zusammen. Das unterstreicht aber wieder, dass der Mensch in seinem eigenen Rechtskreis ist, weil er muss selbst bestimmen. Er hat Vertragshoheit und kann einen Vertrag mit euch, mit jedem eingehen. Das ist die natürliche Person. Und die juristische Person ist eine Stiftung, ist ein Verein oder Gott weiß was alles. Da muss man unheimlich viel verstehen und auch wissen, damit man nicht in die Haftung reinkommt. Eine juristische Person, ein Verein, braucht immer die Organschaft einer natürlichen Person. Also ein Mensch muss immer sagen, ich bin dafür zuständig für diese juristische Person, dann bin ich in der Haftung drin. Und das ist das Gefährliche, ja? Und das ist das, was uns tagtäglich passiert. Ihr bekommt einen Bescheid, der nicht unterschrieben ist, das wissen wir. Das ist gar nichts. Das ist ein Angebot. Und die sagen jetzt, dieses Angebot, und so ist es im Handelsrecht auch ganz klar definiert, wenn derjenige ein Angebot in seinen Händen hält, mit der Post aufgemacht hat, dann ist bereits jetzt ein Vertrag zustande gekommen, ein Begehungsvertrag. Und dementsprechend schicken die 14 Tage später das nächste zu und sagen, sie haben das und das zu bezahlen, weil sie haben ja noch nicht reagiert. Und wir denken, ja, das wollte ich doch gar nicht und lassen das bleiben. Und dann setzt sich die ganze Mechanik in Bewegung, Dankeschön, bis zu dem Moment, wo ein paar Polizisten oder ein Gerichtsvollzieher dasteht und sagt, wir nehmen Sie jetzt mit. Wir nehmen Ihnen die Freiheit, weil Sie haben unser Geschäftsangebot missachtet. Das ist Kommerzrecht. So funktioniert es. Und nachher zeige ich euch, wie kommt ihr da raus. Ja? So, ein Verwaltungsgebiet. Also, kommen wir zu dem Gebiet zurück, was hier Schweiz heißt. Schweiz ist ja nur das umgekehrte Templerkreuz. Ja? Und
da haben sich verschiedene Stämme zusammengefunden und haben die Schweiz gegründet. Zumindest wird so gesagt mit dem Rüdli-Schwur und so weiter und so fort. Ja? Aber im Grunde genommen waren da noch ein paar hinten dran, die das Ganze organisiert haben. Und Sion ist eine ganz, ganz wichtige Stadt in diesem Bereich. In Deutschland war das so gewesen, nachdem die Römer weg waren, was ist dann gekommen? Dann kamen die Priester und haben Klöster gegründet. Und ab dem 8. Jahrhundert kamen auf einmal Schenkungen. Dann kam eine Urkunde, dieses Gebiet wurde geschenkt von dem und dem an dem und dem. Und auf einmal waren so viele Schenkungen da, dass man gesagt hat, so, und jetzt gehört dieses Gebiet uns. Und wir verwalten das. Wir sind der rechtmäßige Besitzer, Eigentümer. Aber das kann gar nicht sein, denn wer hat sie legitimiert? Niemand kann sagen, dass dieses Stück Land jemandem gehört. Das ist eine Fiktion, das ist eine Idee und wir leben diese Idee. Und dann haben sie gesagt, okay, und jetzt sind wir soweit und verlangen dann für die Sicherheit dafür, dass die Bauern da was anpflanzen dürfen und ihre Früchte tragen dürfen, verlangen wir Geld dafür. Oder zumindest Geld gab es ja nur in verschiedener Form. Wir verlangen von euch dann halt die Ernte und dergleichen. Und irgendwann waren sie so in der Kritik drin, dass sie gesagt haben, hoppla, jetzt auf einmal richtet sich der Volkszorn gegen uns. Jetzt schalten wir jemanden dazwischen aus der weltlichen Macht. Und so kam das, dass man dann auf einmal Herzöge hatte. Vielmehr Herzog ist wieder was anderes. Herzog stammt eigentlich von dem ursprünglichen Stamm. In Kriegszeiten hat man dann immer einen Führer gewählt und das war derjenige, der vor dem Herr hergezogen ist. Und später dann, wenn der Krieg zu Ende war, war er wieder ein ganz normaler Stammesbürger. Wobei Bürger auch nicht richtig ist. Aber lassen wir mal so dahingestellt sein. Und dann gibt es noch die Könige, die wurden ja dann auch wiederum von der Kirche ernannt. Und die haben dann auf einmal ein Gebiet zugeteilt bekommen zum Verwalten. Und die haben dann auf einmal gesagt, so jetzt sind die Könige die rechtmäßigen Besitzer und die geben dann noch einen Teil an die Kirche weiter. Dadurch war die Kirche draußen und konnte nicht mehr angegriffen werden. Im Grunde genommen haben sie eine juristische Person geschaffen, die dazwischen geschaltet ist und wir ziehen dann doch wieder unsere Früchte davon weg. Und dann war der Zeitpunkt da, da mussten die Monarchien verschwinden, weil die hatte ausgedient, die ist unbequem geworden. Dann installiert man was anderes, dann sagt man ganz einfach dazu, das Volk. Und wir führen eine Demokratie ein. Und somit wird dann wieder die Demokratie eingeführt. Wenn die Demokratie am Ende ist, wird wieder die Monarchie eingeführt. Und so weiter und so fort. So können wir das Spiel immer weiterspielen. Es sei denn, die Menschen begreifen, wer sie sind. Und sagen, wir machen euer Spiel nicht mehr mit. Und dann auf einmal fängt es an, spannend zu werden. Das Gebiet, das wir in Deutschland haben, das verwaltet wird, also sagen wir mal Land, es ist nicht von Wasser bedeckt. Wir haben ein Grundgesetz. Grundgesetz ist ein Instrument für Ruhe und Ordnung in einem besetzten Gebiet. Aber wo gilt das Grundgesetz? Unser Grundgesetz gilt nirgendwo, weil es nicht definiert, wo das gilt. Und wenn man Jurist ist und hinterfragt immer alles, alles muss irgendwo definiert sein. Wenn es das nicht definiert ist, dann gibt es das nicht. Aber ein Grundgesetz gilt nur auf Grund. Und wo haben wir Grund? Auf dem Meer. Und dann sind wir wieder im Seerecht. Ja? Und übrigens, der Vatikan hat auch ein Grundgesetz. Da ist die Frage, wer regiert den Vatikan? Guckt mal rein, googelt mal, schaut euch das Grundgesetz vom Vatikan an. Für Ruhe und Ordnung in einem besetzten Gebiet. Das ist die juristische Definition von einem Grundgesetz. So, ein Bund im staatlichen Sinn ist die künstliche Verbindung oder der künstliche Zusammenschluss mehrerer ursprünglich selbstständiger Einheiten. Das Völkerrecht kennt den Zusammenschluss von Staaten zu einem Staatenbund. Und dann ist die Frage, was ist ein Völkerrecht? Irgendwelche Menschen haben sich getroffen und wir vertreten jetzt die Völker und wir sagen den Völker, was Völkerrecht ist. Fiktion, nicht real. Und jetzt hier, wer die Mitgliedschaft in einem Verein erwirbt, unterwirft sich den Statuten des Vereins und erkennt auch die Ehren- und Schiedsgerichte an. Ja, das habe ich schon vorgetragen und
Dabei gilt, dass bei Zusammenkünften oder Veranstaltungen durch die Regel der Ordnung diejenigen verpflichtet werden, die daran teilnehmen. Das steht im kanonischen Recht 95 Paragraph 2. Also die, die daran teilnehmen, die werden auch dadurch verpflichtet. Wenn ihr an der Mitgliederversammlung teilnehmt, werdet ihr dadurch verpflichtet, daran teilzunehmen. Wenn ihr zur Wahl geht, werdet ihr verpflichtet, daran teilzunehmen. Wenn ich nicht zur Wahl gehe, das sagt der Andreas Klaus immer so schön, dann habe ich meine Stimme, ich habe meine Stimme bei mir, ihr hört meine Stimme, ich habe meine Stimme nicht abgegeben. Ich erhebe meine Stimme. Und diese Stimme werfe ich dann in eine Urne rein und diese Urne wird begraben für 4 Jahre. Dann bin ich alles los. Ich möchte gern euch sensibilisieren. Viele Menschen sagen immer, ja, die haben uns zu einer Person gemacht und ich möchte mich frei machen davon. Es geht überhaupt nicht. Wir haben noch nicht begriffen, dass wir eigentlich frei sind. Hier noch ein Beispiel. Kann 94 Paragraph 1 Statuten im eigentlichen Sinn sind Anordnungen, die in Gesamtheit von Personen und von Sachen nach Maßgabe des Rechts erlassen werden und durch deren Zielsetzung, Verfassung, Leitung und Vorgehensweise bestimmt werden. Hier ist von Personen die Rede. Und wenn Sie sich mal das Polizeigesetz angucken, dann steht da nur was von Personen. Das heißt, die Polizei ist für Sie gar nicht zuständig, denn Sie sind Menschen. Ja. Aber Sie können die Organschaft über diese Person übernehmen. Dann sind Sie wieder in der Haftung drin. Die Organschaft ist, ich bringe meinen Passport raus. Aber Passport ist noch nicht richtig. Ein Pass ist immer etwas Militärisches. Das heißt, es ist ein Passierschein. Ich muss mich ausweisen. Der Ausweis ist das richtige Dokument. Und dann kommen wir zum Personalausweis. Und dann bin ich drin. Ich bin nämlich als Personal gemeldet, registriert. Ich habe meine Ansprüche übertragen. Registrieren. Oder aber Identity Card. Viele haben Identity Cards. Ich erkläre mich identisch mit der Person. Ich als Mensch erkläre mich identisch mit der Person und dann habe ich sie an der Backe. Ich darf da nicht reingehen. Das ist so eine große Herausforderung. Ja? Durch die Statuten einer Gesamtheit von Personen werden allein jene Personen verpflichtet, die regelmäßig deren Mitglieder sind. Durch die Statuten einer Gesamtheit von Sachen und jene, die für deren Leistung Sorge tragen. Was ist Gesetz? Nicht das, was irgendwelche Leute beschließen, egal ob die in Bern sind, in Wien oder in Berlin. Gesetz ist, wenn ich aus dem Flugzeug rausspringe, dass ich irgendwann aufschlagen werde. Und ich kann strampeln und zappeln, wie ich will. Ich kann denken, ich bin eine Hummel und kann trotzdem fliegen. Und ich werde es nicht. Ich werde aufschlagen. Das ist Gesetz. Aber nicht diese Sammelsurium von Statuten. Das sind keine Gesetze, denn sie sind umstößlich. Gesetz ist etwas Unumstößliches. Statuten kann ich verändern, wie ich gerne möchte. Und wenn ich in einem Verein bin, dann kann ich bei der Mitgliederversammlung sagen, so und so möchten wir gerne die Statuten verändern. Und dann wird es genehmigt oder es wird nicht genehmigt und danach verfahren wir. Hier sind noch ein paar Rechtssätze aus dem kanonischen Recht betreffend die Vereine. Und da sieht man, dass öffentliche Vereine dem Bischof unterliegen. Öffentliche Vereine unterliegen dem Bischof. Nicht denken, dass sie irgendeiner Gesetzgebung, BGB, und dann einem Gericht unterliegen. Das ist so nicht richtig. Wann löst sich ein Verein auf? Und das ist ganz spannend. Ein Verein löst sich auf, wenn die Mitgliederversammlung beschließt, den Verein aufzulösen oder wenn gar keine Mitglieder mehr da sind. Ja? Und das ist ein interessantes Konzept für diejenigen, die sagen, okay, ich werde jetzt einen Verein
gründen und führe darüber meine Geschäfte. Und irgendwann hat er keine Mitglieder mehr. Und dann bin ich da nicht mehr drin. Und in dem Moment hat der Verein aufgelöst als juristische Person, das ja eh nur eine Fiktion ist. Und dann muss man nur noch im Finanzamt mitteilen, dass dieser Verein nicht mehr existiert. Und bums, ist es vorbei. Auch dem Gericht. Aber warum soll ich dem Gericht etwas mitteilen? So, und das ist ein Rechtssatz, der ist ganz wichtig. In Deutschland hat das BGH, also der Bundesgerichtshof, entschieden, es ist verboten, den Menschen als Person zu behandeln. Es ist verboten, den Menschen als Person zu behandeln. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt eine Verkehrskontrolle, allgemeine Fahrzeugkontrolle. Und sagt, wunderbar, können Sie betrachten das Fahrzeug, ich fahre dann wieder weiter. Ja? Oder sagen, allgemeine Personenkontrolle. Sage ich, ja, ich bin aber ein Mensch. Ich bin gar keine Person. Oder aber sie werden geblitzt. Wenn sie geblitzt werden, wird da jetzt von der Person ein Foto gemacht oder von dem Menschen? Es wird der Mensch fotografiert. Aber die schreiben eine Person an. Das würde ich als Urkundenfälschung bezeichnen. Bringen das zusammen. Mitgliederstruktur. Mitglieder in einem Verein können natürliche und juristische Personen sein. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Natürliche Personen sind die Menschen in ihrer Rolle als Person. Das, denke ich, haben wir auch jetzt so ein bisschen realisiert. Juristische Personen sind Personen, Vereinigungen, Stiftungen, Treuhandgesellschaften oder wirtschaftliche Vereine. Ups, da ist das ja nochmal drin. Nein, das haben wir noch nicht. Mitglieder eines Vereins können also Menschen sein. Der Mensch ist nicht rechtsfähig, das hatten wir auch schon. Und Vereine, Stiftungen, NGOs, Vermögensmasse, das steht bei der juristischen Person, Personenvereinigung, Vermögensmasse mit einer Rechtspersönlichkeit. Das sind die juristische Personen. Drüben haben wir den natürlichen Menschen. Der Mensch kann nicht Mitglied in dem Verein sein. Das geht nicht. Er kann nur über den Umweg seiner natürlichen Person in den Verein eintreten. Und jetzt die Frage, wie heißt denn diese natürliche Person? Ihr seid in eurem eigenen Rechtskreis. Ihr könnt jeden beliebigen Namen wählen. Denn dieses ist nicht nur ein Privileg vom Papst. Dieses ist nicht nur ein Privileg von einer Königin in England. Die Alexandra von York, die dann Königin Elisabeth heißt. Das ist, ihr habt die gleichen Rechte. Ihr könnt sagen, ich heiße so und so. Und die juristische Person, das ist etwas, was der Standesbeamte geschaffen hat. Eine Stiftung, die so heißt. Und die soll den Menschen ernähren. Ja? Und die wird gehandelt. Und wir haben zum Beispiel die BITS in Basel. Da habt ihr ein Konto. Ihr habt alle dort ein Konto. Die Sozialversicherungsnummern, die Steuer-ID, das sind eure Kontonummern. Die Eva Spatz, eine Schweizerin, die hat da Zugriff drauf gehabt. Die hat Geld überwiesen auf dieses Konto, was sie errechnet hat mit dem IBAN-Rechner und hat kleine Beträge daraufhin überwiesen. Und dann hat sie so richtig eins eingeföhnt bekommen von der Postfinance. Die haben angerufen, die BITS hätte sich beschwert. Ja, sie hat doch nur ihr Recht geltend gemacht und hat noch ein bisschen das Konto aufgefüllt. Ja? Und dieses Konto, in Deutschland haben wir das auch bei der Bundesbank. Wir haben es bei der Frankfurter Sparkasse 1822. Mindestens zwei Konten. Und alles das, was ihr zahlt an Steuern, an sonstigen Abgaben, das wandert auf dieses Konto und wird dort verbucht. Wenn Kindergeld ausgezahlt wird, dann wird es auch rausgebucht. Wenn Hartz IV bezahlt wird, wird das rausgebucht aus dem Konto. Das ist irre. Wir sprechen hier von einer Fiktion. Und was ist eine Fiktion? Personifikation, Erdichtung von, ja, Erdichtung. Das ist eigentlich ganz gut. Bezeichnet dabei die Schaffung einer eigenen Welt, der eine in Wahrheit
nicht bestehende Tatsache als bestehend behandelt. Die Fiktion kann im Gegensatz einer gesetzlichen Vermutung nicht durch Gegenbeweis entkräftet werden. Das steht wiederum bei Gerhard Köbler drin, juristisches Wörterbuch. Es ist eine Fiktion, es existiert nicht, es kann auch nicht belegt werden, das Ganze. Und jetzt kommen wir mal zu Europa. Die Europäische Union. Ist das ein Staat? Nein. Was ist sie denn? Es ist ein Verein, ganz klar ein Verein. Es ist ein Zusammenschluss aus souveränen Staaten oder auch nicht souveränen Staaten und irgendwelchen Personen, was dann wiederum juristische Personen sind. Es ist ein Staatenbund sozusagen. Und ein Bund ist wiederum, das haben wir jetzt gesehen, ein Verein, eine Vereinigung, ein Bund. Unsere Kanzlerin, die Frau Merkel, spricht ihren Eid, ihren Amtseid auf den Bund. Aber welchen Bund? Bund für den Naturschutz? Wiener Bund? Norddeutscher Bund? Man weiß es nicht. Ja? Und sie spricht ihr Amtseid auf das Grundgesetz, nicht auf das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, sondern auf das Grundgesetz. Und wir denken nur, es sei das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, aber sie spricht nur auf ein Grundgesetz. Es könnte jetzt auch das des Vatikans sein oder das von Irak oder von Afghanistan. Die haben auch alle ein Grundgesetz. Ich weiß es nicht. Dann die nächste Frage. Die Vereinigten Staaten von Amerika ist ein Staatenbund aus selbstständigen, souveränen Staaten. Ist sie das? Ja, Texas, Alabama, das sind alles eigenständige Staaten, die sich zu den Vereinigten Staaten, deshalb heißt es ja auch Vereinigte Staaten von Amerika. Und was ist es? Ein Staatenbund. Es ist kein Staat, es ist ein Verein. Und Texas hat seine eigenen Gesetze, Maryland, ja, Virginia. Virginia gehört zum Privatbesitz der Queen, Privatbesitz. Und alle wichtigen Parlamentsgebäude befinden sich in Virginia. Dann wisst ihr, wer die Vereinigten Staaten regiert. Das Vereinigte Königreich, das ist ein Staatenbund. Es besteht nämlich aus Wales, Schottland, Nordirland, weiß ich nicht, dürfte eher besetzt sein, aber England, ja, das ist ein Staatenbund. Und dann das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich ist ein Land, ein Staat oder ist es ein Staatenbund? Die selbstständigen Staaten sind Großherzogtum Hessen, sind Königreich Sachsen, Königreich Baden-Württemberg, Großherzogtum Baden und so weiter. Das sind eigenständige Staaten gewesen. Und das ist so schön. Mein Großvater, 1910 geboren, ist im Grunde Staatsangehöriger des Großherzogtums Hessen. Und seit 1918 sind wir dauerhaft besetzt gewesen. Zu keinem Zeitpunkt waren wir selbstständig und frei. Zu keinem Zeitpunkt. Und deshalb hat so viel aufgehört 1918. Die Staatlichkeit hat aufgehört. Ja? Und deshalb sorgt das Ganze immer wieder für Verwirrung. Und hier können wir jetzt, ja, nach all dem Vorgenannten können wir nun sagen, dass all diese Vereinigungen nur Vereine bzw. Verbände oder Bünde sind, eine juristische Person, deren Mitglieder auch nur wieder juristische Personen sind. Ein Bund und ein Staat, mehrere Staaten schließen sich zusammen, sind juristische Personen. Und nun haben verschiedene Vereine miteinander Krieg geführt und sind jetzt wieder dabei. Aber ihr gehört gar nicht dazu. Denn ihr seid doch gar nicht Mitglieder dieser Vereine, oder seid ihr es doch? Kommt drauf an. Habe ich eine Staatsangehörigkeit beantragt, dann bin ich dabei in diesem Verein. Habe ich keine beantragt, gehöre ich nicht mit dazu. Und ein Vertrag zu Lasten Dritter ist nicht möglich. Das heißt also, wenn jemand in eurem Namen einen Vertrag schließt, oder nein, wenn jetzt zwei Parteien einen Vertrag schließen, ohne euch gefragt zu haben, dann könnt ihr nicht automatisch dazu verpflichtet werden. Ihr könnt auch nicht in den Krieg eintreten und es ist auch nicht euer
euer Problem, wenn da Krieg geführt wird. Nur wenn ihr sagt, wir nehmen daran teil, aber es muss ja nicht sein. Also, Vereine haben miteinander Krieg geführt. Und da kommt auch diese Idee, das ist eine Fiktion, dass wir in Deutschland einen Friedensvertrag brauchen oder wir sind jetzt im Dritten Weltkrieg oder Gott weiß was für ein Krieg. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, weil wir haben immer Krieg seit 1914. Und es hat nie aufgehört. Und wir haben nur Waffenstillstand. Und der Waffenstillstand ist jetzt vielleicht zu Ende gegangen. Aber wer hat denn nun diese Armeen dahin geschickt? Es sind Vereine, die ihre Armeen dahin geschickt haben. Und es sind keine Soldaten, die unterliegen nicht der Genfer Konvention. Es sind Söldner. Es sind Söldner. Privatarmeen. Ja? Und Privare heißt Raub. Es sind Privatarmeen. Ein Staat nach Jelinek ist auch so eine Fiktion, muss ein Staatsvolk haben, Staatsgewalt und ein Staatsgebiet. Wir haben schon festgestellt, das Staatsgebiet haben irgendwann mal die Kirchen zusammengewürfelt und so ist das Ganze entstanden. Teile und herrsche ist das Thema. Und somit werden Völker immer wieder auseinandergerissen und der Krieg entsteht immer nur, wenn wir unseren Lebensraum genommen bekommen. Und das war schon immer das Thema. Als die Römer gekommen sind, haben wir ein Problem gehabt, weil unser Lebensraum weggenommen worden ist. Früher war es sogar so, die verschiedenen Stämme haben immer Sammelpunkte gehabt für die Menschen, die zu viel in diesem Gebiet waren, weil das Gebiet hat sie nicht mehr ernährt. So ist zum Beispiel Augsburg entstanden. Ausburg. Dann haben sich Menschen getroffen, haben sich zum Stamm zusammengefunden und sind auf Wanderschaft gegangen, um einen neuen Lebensbereich zu finden. Und somit kommt es dann beispielsweise die Dorer. Die Dorer sind Torer, sind Thüringer im Grunde genommen. Die Sprache hat sich ein bisschen verändert. Oder die Mazedonier, kommt von Dona, kommt auch von Thüringer. Die Albaner sind eigentlich Alemannen. Die Schweizer sind Alemannen. Ja? Das glauben wir nicht, aber das sind Ausgewanderte, die dort einen neuen Bereich gefunden haben. Das hört sich verrückt an, aber ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, mit einem Herrn Landmann. Der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, Weltbilderschütterung. Da hat er nachgewiesen, wie das mit den Sprachen zusammenhängt und hat dann das Althochdeutsche gefunden, im Swahili drin. Das, überall hat man es gefunden. Interessant ist auch die russische Sprache. Die sind nicht weit von uns weg. Es sind ganz viele Ähnlichkeiten drin. Und die Rede wird ja jetzt gerade übersetzt. Die Russen nennen uns Nemski, die Deutschen. Nehm vor, das heißt die Vornehmen. Oder interessant, hinten ist ja gerade auch italienische Übersetzung. Die Italiener sagen zu uns Deutschen Tedesco. Was heißt Tedesco? Nehmen wir die Silben auseinander. Te ist was? Kommt von Theologie, Theosophie. Ist die Lehre des Göttlichen. Und Desco halt das niedere Volk. Tedesco. Die wissen gar nicht, was sie zu uns sagen. Interessant, ne? Also, wir haben ein gewisses Gebiet. Wir haben den Landessportbund Hessen beispielsweise. Und dieser Landessportbund Hessen, der hat seinen Einzugsbereich. Und genauso ist es eigentlich auch mit der Verwaltung. In Deutschland sagen sie immer, das wäre jetzt unser Land. Aber ganz klar, es gibt es überhaupt nicht. Gucken wir uns zum Beispiel das Saarland an, ganz typisches Beispiel. Das Saarland war ja längere Zeit besetzt und ist dann erst später zu Deutschland dazugekommen, zur Bundesrepublik, dafür gab es ein Gesetz. Und dann kam das Grundgesetz, wurde rübergenommen in das Saarland. Und 2010 wurde das Ganze aufgelöst, das heißt, die Gesetze sind aufgehoben worden, das Saarland ist nicht mehr Bestandteil des Bundesgebietes. Sie sind selbstständig, aber es wird so weitergemacht wie bisher. Das ist ein Territorium. Territorium findet immer nur in den Köpfen der Menschen statt. Und mit dem Staatsvolk, da habe ich auch schon ausführlich drüber berichtet, es setzt sich zusammen aus verschiedenen Stämmen im Grunde genommen und hat auch nicht unbedingt mit der Struktur zu tun, sondern diese Grenzen, die sind nur künstlich entstanden. Und dann kann man immer wieder Menschen gegeneinander aufhetzen, um die politischen Ziele zu
verfolgen und umzusetzen. So, kommen wir zu den Schäden, die jemand haftet im Verein. Wir haben einen ganz klaren Auftrag von der Mitgliederversammlung und die Vorstände des Vereins, die haben dann im Sinne der Satzung das Ganze zu organisieren. Und jetzt, wenn sie das nicht tun, in Einvernehmen mit der Mitgliederversammlung, dann haften sie persönlich. Und genau so können wir das bei unseren Parteien momentan sehen. Im Grunde genommen haften nur diejenigen, die die Verträge geschlossen haben und nicht wir. Also aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich, handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner. Nur diejenigen, die diese Verträge ausgehandelt haben. Und jetzt kommt dieser TTIP, wer hat ihn ausgehandelt? Dann Lissabon-Vertrag, wer hat ihn ausgehandelt? Wir haben damit gar nichts zu tun. Wir können einfach sagen, ist nicht meins. Aber wir werden zwangsweise immer wieder damit hineingezogen und das ist das Schlimme. Ne? Und diese Regelung ist stimmig mit Verträgen zulasten Dritter. Verträge zulasten Dritter sind mit der Privatautonomie grundsätzlich nicht vereinbar. Das Prinzip der Privatautonomie fordert, dass der Einzelne seine privaten Rechtsverhältnisse selbstbestimmt gestalten kann. Vertragliche Drittbelastungen ohne Mitwirkung des Dritten sind somit regelmäßig nicht möglich, solange sie nicht begünstigend sind. Insbesondere ist es nicht möglich, Dritte ohne ihr Mitwirken zu einer Leistung zu verpflichten. Ganz klar ausgedrückt. Ja? Lasten zu Dritter ist zum Beispiel der GEZ-Rundfunkbeitrag. Und das haben wir ja im schweizerischen und im österreichischen ganzen deutschsprachigen Raum auch so. Also es ist eigentlich mit der Privatautonomie nicht vereinbar. So, und hier haben wir jetzt nochmal die einzelnen Staaten. Die USA bestehen aus Texas, Colorado, Neu-Mexiko und viele andere. Und das Königreich von Großbritannien aus Nordirland, Wales, Schottland und so weiter. Und diese Staaten haben niemals miteinander Krieg geführt. Niemals. Jeder für sich ist ein eigenständiger Staat und die sind zusammengeschlossen in Bünde, in Vereinigungen. Gegenstück zum Vertrag zulasten Dritter ist dann der Vertrag zugunsten Dritter. Und damit wären wir dann bei der Joint House Resolution. Ich habe euch das jetzt schon ein bisschen erzählt, aber noch nicht so richtig, Fiktionstheorie. In Deutschland unterliegen wir der Chefgesetzgebung Nummer 52, Kontrolle und Beschlagnahme von Vermögen. Hier ist alles geregelt. Das bedeutet, dass diese Gesetzgebung für alle Staaten aber auch gilt, die mit Deutschland im Krieg sind. Das heißt auch für Syrien, das gilt auch für Frankreich, auch für Österreich, auch für alle. Die USA bestimmen, was in diesem Land passiert und die haben die Hoheit über dieses Land. Deshalb können sie auch einfach so einmarschieren in irgendein Land, ohne Krieg zu erklären. Das wäre jetzt dieses gewesen. Und jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne noch die Lösung zeigen von dem Ganzen. So, Zahlungsmittel. Wir sind ständig dabei, mit irgendetwas unsere Schulden zu bezahlen. Diese Schulden werden generiert, entweder dadurch, dass wir etwas kaufen oder dadurch, dass also ein Verein kommt und stellt eine Forderung an Sie. Und dann gibt es gesetzliche Zahlungsmittel, womit ich das Ganze begleichen kann. Wir bekommen gesagt, dass also Banknoten das Zahlungsmittel sind. Und heute ist eigentlich primär Bankguthaben und auf den Banken, wo wir überweisen, das Zahlungsmittel schlechthin. Zahlungsmittel sind Bar- und Buchgeld, Schecks und elektronische Mittel. Also Schecks sind Zahlungsmittel. Und dann haben wir nochmal die Finanzmittel. Das wären zum Beispiel Inhaberschuldverschreibungen oder Wechsel. Damit kann ich auch eine Schuld begleichen. Schuldner ist die Tilgung einer Geldschuld mit einem Zahlungsmittel als dem gesetzlichen Zahlungsmittel, Zahlungen in ausländischer Währung oder mit Kreditkarte, nur dann gestattet, wenn diese zwischen den Parteien im Rahmen einer Vertragsfreiheit vorher vereinbart worden ist.
Und wir haben sogar einen Annahmezwang, das ist in der AO geregelt. Also wir haben die Möglichkeit, Schulden zu begleichen, entweder mit Bargeld, was sie alles in ihrem Portemonnaie haben, oder aber gesetzlich geregelte Zahlungsmittel. Und das sind unter anderem Schecks, das sind Wertpapiere, das sind Wechselschuldscheine und dergleichen. Und gesetzliche Zahlungsmittel, da sagt dann halt der Verein, dieses Zahlungsmittel muss unter allen Umständen angenommen werden. Ob das jetzt wirklich so ist, gucken wir mal. Und zwar Zahlungsinstrumente nach § 1 Absatz 11 Gesetz über das Kreditwesen. Das ist überall gleich, nur es heißt immer anders in Österreich oder der Schweiz. § 3 Absatz 1 Genussscheine, Inhaberschuldverschreibung, Orderschuldverschreibung und diese Schuldtiteln begleichende vergleichbare Rechte. Das sind Zahlungsinstrumente. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das in Deutschland ausschaut. Wir haben in Deutschland 1948 per Gesetz das Zahlungsmittel D-Mark eingeführt bekommen. Und wir haben da draufstehen, dass zum Beispiel hier Banknote steht. Wir haben einen Wert, wir haben die Bundesbank als bezogene Bank und wir haben zwei Unterschriften. Die erste Unterschrift ist wichtig. Derjenige, der haftet, die zweite Unterschrift bestätigt die erste Unterschrift, dass die geleistet wurde. Und wir haben ein Datum und einen Erfüllungsort, nämlich Frankfurt. Das war eine Banknote und es muss auch so per Gesetz draufstehen. Eine Banknote ist eine Urkunde und das Zahlungsmittel muss dann halt angenommen werden. So, kommen wir. Eine Banknote ist eine Inhaberschuldverschreibung, also ein sogenannter Solawechsel. Im Wechselgesetz steht es auch ganz klar drin, was ein Solawechsel ist. Hier haben wir Inhaberschuldverschreibung. Jetzt kommen wir zu dem Euro, der eingeführt worden ist und der ja die gesetzliche Währung ist. Und nun ist die Frage, wir haben im Gesetz drinstehen, dass der Euro das zahlungsgesetzliche Euro-Banknote das gesetzliche Zahlungsmittel ist. Eine Note ist genau vorgegeben, das habe ich eben gerade gesagt. Es muss ein Erfüllungsort sein, eine Erfüllungsbank und dergleichen. Und jetzt schauen wir uns den Euro an. Wo steht hier Banknote? Es steht nirgendwo. Wo steht der Erfüllungsort? Es ist nirgendwo zu sehen. Egal wo, es steht ein Betrag da und es ist nur eine Unterschrift da. Und da oben steht ein Copyright-Zeichen und da ist ein geschütztes Zeichen. Also der Euro ist geschützt im Jahre 2002. Es fehlt alles, was eine Banknote da ist. Und was ist jetzt der Euro? Ist das ein Zahlungsmittel? Es ist kein Zahlungsmittel. Es ist ein Tauschmittel und das ist ein ganz großer Unterschied. Ein Zahlungsmittel muss angenommen werden. Damit kann ich meine Schuld begleichen. Ein Tauschmittel fällt unter Tauschrecht und ich muss vorher bekannt gegeben haben, dass ich eben den Euro nutze und tausche die Schuld aus gegen Euro. Wenn dieser Vertrag nicht existiert, kann mich niemand verpflichten, in Euro zu bezahlen. Denkt mal an all diejenigen, die ihr seid und irgendwelche Verpflichtungen noch gegenüber Banken habt. Die können nicht darauf dringen, dass ihr die in Euro Bargeld bezahlt. Da aber Überweisung, Buchgeld kein gesetzliches Zahlungsmittel ist, fällt das auch hinten runter. Wie sollt ihr jetzt eure Schulden begleichen? Mit Wechsel oder mit Schuldschein? Nur das ist möglich. Und dann kommen wir zu diesen Schuldscheinen. Und diese Schuldscheine kann jeder von euch ausstellen. Jeder von euch. Das ist, hier haben wir nochmal den Tauschhandel, ist im BGB 480 geregelt. Oh. Und Schuldscheine sind halt genau definiert, was da draufstehen muss. Und ihr habt dann die Möglichkeit, einfach einen Schuldschein zu kreieren. Und da ist der Michael Tellinger ganz groß gewesen. Der hat einfach seine Schulden mit dem Schuldschein beglichen. Und es ist wichtig, was da draufsteht mit dem Scheck, mit dem Satz, das ist ein Vertrag. Und deshalb ist das Wichtigste, was ihr habt, ein Füllfederhalter und unterschreibt, eure Unterschrift ist der Wert. Jetzt sagt ihr, das muss ich doch irgendwann begleichen. Mit was? Mit was könnt ihr einen Schuldschein begleichen? Es gibt doch gar keine Werte. Eure Unterschrift ist der Wert. Und wenn ihr zur Bank geht und unterschreibt einen Kreditvertrag, dann nutzen die das und verdienen 9-mal an diesem Vertrag. Allein dafür, dass sie euch eine Zusage geben, dass der Kredit gewährleistet ist, wird das Ganze schon wieder zu Geld gemacht. Es ist eine unglaubliche Maschinerie im Kommerzhandel, was da stattfindet. Also, Schuldschein ist eine juristische
juristisch eine Urkunde und finanzrechtlich wird es als Note angesehen. Und damit können wir jetzt sagen, alle Forderungen, die von dem Verein kommen, die betreffen mich ja schon mal nicht als Mensch, sondern die sind nur an die juristische Person gerichtet, die sie selbst kreiert haben. Die juristische Person vom Standesbeamten. Und dann kommt noch der Trick hinzu, dass die im siebten Lebensjahr dieser juristischen Person die Person oder den Begünstigten für tot erklären. Das nennt sich das TKW Act von 1666. Der Begünstigte sind wir als Mensch, der fällt dann weg. Dadurch wird der Verein selbst zum Begünstigten. Und daher, alles, was die an dieser Stiftung haben, fällt jetzt an den Bund. Und wir gehen leer aus. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder für lebend erklären und sagen, Moment, ich bin noch da. Ich habe jetzt wieder einen Anspruch. Und dann gibt es die Möglichkeit, um zu sagen, ich muss jetzt wieder zurück ins Geschäft, ich möchte gern wieder der Begünstigte werden von dieser Stiftung und nun möchte ich da gern wieder davon profitieren. Und das geht eben genau über solch einen Weg, indem ich zum einen sage, die Forderung, die zu mir kommt, das ist eine sogenannte Tratte, ein Schuldschein, ein Solarwechsel. Die schicken mir einen Solarwechsel und ich akzeptiere das für wert. Und unterschreibe das und möchte gerne, dass das verrechnet wird mit meinem Konto bei der Bundesbank, was ich vorhin gesagt habe. Und jetzt schicke ich das zurück und damit ist eure Schuld beglichen bei den öffentlichen, rechtlichen, bei den Vereinen. Das war jetzt verdammt schwer, gell? Ich weiß es, ich habe zu viel Zeit verloren zwischendurch, habe ja schon die Karte bekommen. Und hier ist so ein Beispiel für einen Schuldschein, aber vielleicht habe ich irgendwann nochmal die Möglichkeit, um das genau zu erzählen. Also, ihr habt zwei Möglichkeiten, um eure fiktiven Forderungen zu begleichen. Einmal könnt ihr hergehen und sagen, diese Forderung, die zu mir kommt, ist ja ein Angebot. Und jetzt mache ich meinen Stempel drauf, unterschreibe das Ganze, schicke zurück, damit ist meine Schuld beglichen. Oder aber, ich mache einen Schuldschein, fülle den aus und da steht auch so richtig, wenn der weitergereicht wird, die können damit handeln, die verkaufen diesen Schuldschein und dann ist meine Schuld beglichen. Und das ist eine Möglichkeit, wie der Mensch wieder sich befreien kann oder erfreien kann, um zu sagen, das wende ich weg, das sind richtige gesetzliche Zahlungsmittel, ich habe alles erfüllt, ich habe meine Schuld erfüllt, die ihr mir aufgedrückt habe und somit lerne ich als Mensch wirklich wieder zu wirken und kann dann diesen liebevollen Umgang zu haben und muss nicht sagen, ich bin dagegen und gegen das und jenes und nein. Wir sollen einfach wieder in Frieden miteinander leben und das genießen, unser Leben. Und das ist ein Weg dazu. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euer Zuhören und hoffe, dass es nicht allzu schwer war. Danke, und hilft mir ein. Ja, Sie haben noch Ihre... Ja, es ist jetzt wirklich, jetzt haben wir die ganze Bandbreite von Möglichkeiten erlebt, was so auf uns einwirkt hier auf dieser Welt. Ich sage einfach ein bisschen, wie es mir geht. Es geht mir wieder ähnlich wie bei diesen vielen Gesprächen, die ich am Anfang erwähnte. Ich werde so an vieles erinnert. Ich suche dann immer die praktische Seite davon. Kürzlich habe ich mit jemandem geredet, der hat das auch so dargelegt und der war jetzt gerade bei mir, da hat er mir seinen Pass hingelegt, selber gemacht, seinen Führerausweis hingelegt, selber gemacht. Und dann hat er einen Flugschein gezeigt, hat gesagt, siehst du, fahr hier in Ägypten mit meinem eigenen Pass, oder? Ein Deutscher, oder? Und schon, ich weiß nicht, 80 Verzeigungen von der Polizei und er zeigt immer seinen eigenen Führerschein. Der hat das alles umgesetzt und wenn ich mit dem rede, da ist alles völlig klar. Aber ich selber, ich sage einfach, wie es mir geht. Ich fühle mich jetzt wie hinter Gitter im Knast. Ich hänge jetzt da in einer Story drin, wie wir es jetzt von den ersten vier Referenten gehört haben. Also ich sitze hier in den Gittern und finde, ich kann jetzt darüber nachdenken, wie ich da reingeraten bin. Ja. Meine Unterschrift ist ja überall. Die findest du in meinem Pass, die haben sie mir erschlichen. Also ich bin ja irgendwie in diesen Verein reingerutscht und dann kann ich da drin sitzen und sagen, sau clever, wie die das gemacht haben. Aber jetzt habe ich es durchschaut, das ist eigentlich nicht gut, sage, hey Wächter, komm mal, oder? Lass mich raus.
der von Hinkelbein hat gesagt, was hat er jetzt nochmal gesagt? Ja, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Lass mich da raus, ich gehöre nicht zu diesem Verein. Da macht der andere so, träum mal weiter, oder? Ich sage nur, wie ich mich fühle. Wenn ich das höre, ist mir jede Passage plausibel und doch nicht plausibel. Es ist wie früher in der Schule, Algebra. Ich wusste, der weiß schon, wovon er redet. Ich wusste nur nicht, wann wende ich das an, wie in meinem Leben. Ich konnte es nicht packen. Und das war bisher immer meine einzige Not, die ich mit diesem Thema hatte. Ich sehe das ein. Der größte Wert von diesem Vortrag ist für mich, jetzt hat mir mal einer erklärt, wie sauclever die mich da reingeritten haben. Ich glaube jedes einzelne Wort, dass das stimmt. Ich glaube jedes einzelne Wort. Wirklich clever, jetzt verstehe ich mal, wie so ein Betrug funktioniert. Von der Pike auf, wie das über Jahrhunderte hinweg mit Verträgen und Tricks und Gags. Ich kann das 100% realisieren, wie das ist. Beim anderen erwähnten Fall, der jetzt gerade selber sein Reich am Bauen ist, da mitten in Deutschland, will uns auch heiraten, möchte, dass wir auch zu diesem neuen Königreich gehören. Da haben wir verhandelt. Ich habe gesagt, du bist sowas von clever, du schaust es, du kannst das Gesetz buchstäblich auswendig, da streitet sie hier mit Staatsanwaltschaften, mit Gerichten, der nimmt Richter fest. Ja, statt wenn sie ihn verhaften, verhaftet er die Richter im Gerichtssaal und kommt aber nicht ins Gefängnis. Der kann sich sowas von durchschlagen, der schafft das. Aber ich habe ihm eines gesagt, und da werde ich jetzt eben an die ersten vier Referate erinnert. Ich sage, weißt du, ich habe ein Problem und da brauche ich irgendwie Zeit. Ich muss den Schritt finden. Wie geht das in der Praxis? Ich habe gesagt, schau, du hast jetzt so und so viele Häuser, eine halbe Stadt schon zusammengekauft mit eigenem Grund und Boden, mitten in Deutschland, wird alles akzeptiert, offensichtlich. Und ich sage, weißt du, du wirst ein Problem haben, die werden kommen, irgendwann hast du so eine Knarre im Gesicht, dann kannst du deine Theorie aussprechen und sagen, interessiert mich überhaupt nicht, oder? Ich habe die Waffengewalt, du hast das Recht, oder? Versteht ihr mich? Du sagst, nein, weil wir haben das Recht, das wird nicht so sein. Ein paar Wochen später bekomme ich eine Fernsehsendung, sehe ich, wie sie in Handschellen abführen, oder? Jetzt sind alles weg. Also mal, die Häuser sind noch da, jetzt haben wir kürzlich geredet, sage ich, aber es ist nur eine Frage der Zeit, sind die Häuser auch weg? Nein, das wird nicht so sein. Dann argumentieren wir, ich werde mit diesem Thema nicht schlau. Ich finde den praktischen Ausweg nicht. Sie sagen jetzt, ja, man muss nicht wieder sein. Ich bin schon nicht wieder, ich bin Christ, ich habe nur den Leuten Lieder gesungen und das Evangelium erklärt und gesagt, wie man in den Himmel kommt. Und ich werde dafür von den ganzen Medien verfolgt, ich werde von der Pharma verfolgt, ich werde von allen verfolgt, wie du dir das vorstellen kannst. Darum gründe ich die AZK. Ich sage, ja, ich kann schon weiter Lieder singen, aber ich spüre doch, ich kann heute Filme zum Beispiel, ich mache professionelle Filme. Du kannst mir mitkommen, ich gehe nicht in einem Geschäft, kriege ich nicht einen Film weg. Warum? Weil die Mafia hinterher ist. Ich kann gar nicht existieren. Ich kann nicht irgendein Geschäft tätigen, ich bin überall draußen. Oder? Na gut, ich kann jetzt sagen, ich mache immer so weiter, ich kann hinstehen und sagen, nun interessiert mich alles nicht, ich sage euch, ich gehöre nicht mehr zu dem Verein. Sagen sie, haben wir dir schon lange gesagt. Also mich haben die schon rausgeworfen. Oder? Es ist ein Wunder, dass ich einkaufen kann. Siemens oder andere so große Konzerne haben mir Geschäft verweigert. Nein, wir verkaufen tatsächlich keine Anlagen, sonst predigt er darüber Extremismus oder Terrorismus oder was. Oder? Das war ein rechter Prozess, dass sie mir überhaupt die Geräte verkauft haben. Also ich bin in dem System schon draußen, aber wohin jetzt? Oder? Und ich sehe mir, sobald so ein Mann wie von Hinkelbeinen spricht oder auch alle anderen, dann leuchtet mir das alles ein, aber in der Praxis. Der einzelne Mensch, der dieses Jurawissen nicht hat, ich studiere das gerne wieder und wieder und wieder, um mir hier die Hausaufgaben zu machen, bis ich begriffen habe, oder versuche das zu begreifen, was müsste ich sagen hinter Gittern hier. Oder? Das sind Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, wie kommen die zurecht? Ich schreibe meinen Schuldschein, nächsten Tag holen die mich, ich weiß nicht, was sagen. Von Hinkelbein kann es sagen, andere können es sagen, ich bin am Arsch. Ja, so ist es klipp und klar, so ist es deutlich, ich bin am Arsch. Ich kriege das ja nicht über die Lippen. Oder ich müsste ihnen anrufen und sie diskutieren dann und dann heißt es, haben sie ein Mandat? Ja, sie sind hier gar nicht gefragt. Ich habe kürzlich mal bei einer Gerichtsverhandlung
wo ich angegriffen habe, ich habe einen Rechtsanwalt mitgenommen. Das erste hieß, Sie schweigen, hier haben nichts zu sagen. Er zeigt seinen Ausweis, Moment, ich bin Anwalt, interessiert uns hier nicht. So gehen doch die Spiele, die Gewalt herrscht. Also hier haben wir die ganze Spannweite. Ich habe jetzt durch diesen Vortrag richtig kapieren gelernt, wie wir da in diese ganze Nummer reingeraten sind, von der Pike auf, wie man das macht. Das war eine wunderbare, wertvolle Theorie. Und ich hoffe, dass diese Theorie sich so weit ausreift, dass wir irgendwann eben als Organismus dieses Sekret, wie soll ich sagen, dieses Enzym, das es uns hilft zu überleben, dass wir irgendwann in Kombination mit allem anderen, was wir gehört haben, irgendwo zu diesem einen Organismus werden, der hier durchbricht, wo das seine Wirkung bekommt, seine Vitamine abgibt, wo wir aus dem den praktischen Nutzen haben. Sind Fragen zu ihm? Sonst würde ich hier landen. Ich würde sonst gerne ein Schluss, ein Statement noch ablegen und dann kommt das letzte Lied. Dann gehen wir nach Hause. Da müssen wir schnell ein Mikrofon. Vielleicht eine, zwei Fragen noch. Eine Frage ist hier. Es wurde uns von einem amerikanischen Emissär, Freund, angeraten, dass möglichst viele Deutsche den deutschen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen, damit wir dann auf rechtlicher Ebene unser Recht auch bekommen können. Denn das könnten wir nur, wenn wir Staatsangehörige seien. Und das widerspricht sich jetzt total mit dem, was Sie gesagt haben. Ich bin jetzt etwas verunsichert. Und ich habe ihn auch noch nicht beantragt. Dankeschön. Ja, das gibt mir so ein bisschen das Feedback. Das ist ganz wichtig. Darf ich? Ja, komm. Ganz wichtig. Dankeschön für die Frage. Das ist ganz wichtig, das Feedback. Ich weiß nicht, was für ein Stand wir momentan sind. Die Staatsangehörigkeit, wie gesagt, ich kann für die juristische Person kann ich eine Staatsangehörigkeit bekommen. Für die natürliche Person kann ich eine Staatsangehörigkeit bekommen. Wenn ich jetzt von mir ausgehe als Mensch und möchte gerne eine Staatsangehörigkeit von 1913 in Deutschland, dann ist das nicht möglich. In Deutschland ist das Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913, weil es diesen Staat nicht mehr gibt. Und es waren halt die Königreiche und dergleichen. Doch, die gibt es nicht mehr. Ja? Und deshalb kann ich die auch nicht bekommen. Die Bundesrepublik kann lediglich eine Staatsangehörigkeit von 1934 ausstellen. Und das war dann halt eine Staatsangehörigkeit, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Das ist die deutsche Staatsangehörigkeit. Und die kann es auch nur für die juristische Person, die vom Standesbeamten kreiert worden ist, kann sie die ausstellen. Nicht für den Menschen. Ich kann die juristische Person, die bekommt dann halt den Status, dass sie nicht mehr Ausländer ist, sondern Bürger. Also nicht mehr Einwohner, sondern Bürger. Und damit sind andere Rechte verbunden. Aber ansonsten hat es keine rechtliche Bedeutung für uns. Thema Schuldschein ist weniger eine Frage wie ein Kommentar. Ich würde allen raten, dass ihr mal ein bisschen Zeit euch nehmt, auf Google geht und die Rehbank googelt. Das ist ein Instrument, das quasi dem Einzelnen einfach ein bisschen unter die Arme greift. Weil wenn ich jetzt selber einen Schuldschein ausstelle, dann guckt es sich einer an und der denkt, was ist denn das? Und wie der Ivo schon sagt, lacht sich tot und schmeißt zu Müll und den verhaftet man jetzt trotzdem. Mit der Rehbank hat man eine Institution hinter sich, die wirklich auch mit dem Goldstandard teilweise und teilweise eben durch Fiat Money eine Stütze hat, die funktioniert und die auch schon in England sowie in Österreich, weiß ich von, funktioniert hat in der Praxis. Und wie gesagt, jeder sollte das mal googeln. Aber ich möchte auch hier wieder ergänzend einfügen, ich habe jetzt solche Angebote zuhauf bekommen, aber in der Praxis, du sagst, es funktioniert und es funktioniert im Moment schon, aber ich sehe jetzt schon, wie die Dinge umkippen. Die Leute haben ihr Geld auf diese Bank gebracht und jetzt haben sie es nicht mehr, weil das alles blockiert und weggeschafft wird. Ich möchte nur sagen,
Meinerseits, ich möchte sagen, seid vorsichtig mit allen diesen Dingen. Wenn man es nicht wirklich durchschaut, nicht durchblickt, was hier läuft, können wir hier richtig auf die Schnauze fallen. Ja? Dann gibst du all dein Geld hin, weil das frei ist und dann hast du das Blaue vom Himmel und nachher kommen sie trotzdem mit den Kanonen. Vergesst nicht, wir befinden uns im Krieg, da wird nicht diskutiert, Theorien werden hier nicht gefragt. Der Ami fragt nicht nach Theorien, oder? Der handelt praktisch, der will uns am Flug sehen oder gar nicht mehr hier sehen. Da geht es um handfesten Krieg, da geht es jetzt um eben die ganz handfesten Probleme. Und das wischen die weg, das ist meine Behauptung. Das sind wertvolle Erkenntnisse, wie wir da reingeraten sind. Aber der Ausweg, wie wir da rauskommen, im Moment, glaube ich, müssen wir vorsichtig sein. Das ist einfach meine Überlegung. Natürlich das andere auch. Ja? Egal, wo du heute dein Geld hast, du wirst es wahrscheinlich überall verlieren. Aber man muss nicht denken, bringt man es dahin, ist man sicher. Im Krieg bist du gar nirgends sicher, außer dort, wo nicht geschossen wird. Können wir jetzt nur ganz kurz machen? Ich sehe, dass sich das sonst auswächst. Und ja. Das war eigentlich nicht die Idee. Oh, Entschuldigung. Ja. Also ich habe auch nur einen kurzen Kommentar zum Herrn Hinkelbein, sowohl auch zu dir. Ja, bitte. Du hast natürlich recht, weil die mit der Pistole, die haben halt, wenn sie ziehen, immer recht. Aber ich habe das, was der Arne gesagt hat, wir haben auch schon mal telefoniert früher und ich habe mir das mit der juristischen Person und so das ein bisschen genauer angeguckt und habe es ausprobiert. Man kann es natürlich immer nur probieren, ob es denn funktioniert und in manchen Fällen klappt es, in manchen nicht. Und bei uns, unsere Gruppen, haben das sich rangenommen und in sieben von acht Fällen hat es tatsächlich funktioniert. Da wurden Pfändungen von 630, 500 Euro, 800 Euro, 300 Euro, wurden tatsächlich zurückgenommen. Als wir mit dieser juristischen Person argumentiert haben, dann hat man immer wieder versucht, uns in die juristische zu bringen. Also wir haben gesagt, wir sind Menschen, ich bin der Rico und sonst nichts. Und dann kamen die an und wollten halt wissen, von wegen, ja, sie müssen ja auch einen Nachnamen haben. Nein, dann haben sie einen Familiennamen. Ja, aber da geht sie ja nichts an, weil sie haben ja mit mir ein Problem. Und ich bin ja hier, da brauchen sie meine Familie nicht kennen. So, und das ging dann eine Weile hin und her, bis denn diese vom Wahlenjura ist das, ne? Das Wörterbuch Wahlenjura? Köppler? Naja, ist ja egal. Jedenfalls diese Definition stand da drinnen. Der Mensch ist das Lebewesen mit Verstand und Sprachvermögen begabt. Und als wir das gesagt haben, haben die dann einfach die Pfändung zurückgenommen, haben gesagt, dann geben Sie her den Mist und haben es weggebracht. Das war gleichsam das Zauberwort. Ja. Genau, das war das Zauberwort. In dem einen Fall, wo es nicht funktioniert hat, da hatte die gute Dame so viel Panik und so viel Angst, dass der Gerichtsvollzieher dann gesagt hat, von wegen ist das Ihr letztes Wort, Frau Lehmann. Und Frau Lehmann ist die juristische Person. Lilly wäre es nicht, wäre der Mensch gewesen. Und sie sagte dann, ja. Und da war sie juristische Person und da war der sofort weg und der hat es dann durchgezogen. Und genau, und ich kenne von 1000 etwa 999 genau, die genau da in diesen Hammer reinlaufen. Darum braucht es etwas Zeit. Es braucht Zeit, diese Dinge. Ich möchte nur sagen, seid vorsichtig. Tut nichts, was nicht gereift ist. Ja? Seid nicht einer von diesen, die dann vorsichtig reinlaufen. Vorsichtig sein, ja. Aber trotzdem immer schrittweise probieren. Ja, immer ganz vorsichtig. Aber wir nehmen das mit Interesse zur Kenntnis alles. Es ist wichtig, dass Leute hier Vorstöße machen, aber ich bitte euch, seid langsam genug, seid sorgfältig genug und denkt daran, ich arbeite seit 40 Jahren mit Menschen, ich sehe das Niveau, das Erfassungsvermögen, der Einzelne wird sehr schwer haben, das umzusetzen, sehr, sehr schwer. Und dann laufen wir rein und geben wieder Pulver ab für ihre Kanonen. Ich würde vorschlagen, dass wir hier, ich sehe, eine Kolonne bildet sich, wir sind spät dran, ich möchte eigentlich landen. Es müssen viele noch lange nach Hause reisen und das wird jetzt ermüdend. Ich glaube, wir haben die wesentlichen Dinge gehört. Ja.